Ja, meine Damen und Herren, der Parteitag hat sich zwei Parteivorsitzende gewählt. Ich freue mich sehr über das Vertrauen, dass die Delegierten mich wiedergewählt haben. Freue mich sehr, dass ich diese Aufgabe die nächsten 2 Jahre weitermachen kann. Freue mich sehr, dass ich das gemeinsam mit Martin machen kann, über dessen Wahl ich mich sehr freue. Auch weil ich glaube, dass es wirklich eine Chance ist, auch gerade im Vorfeld der Europawahl, das Thema Europapolitik, linke Europapolitik mehr ins Zentrum zu stellen. Und deswegen freuen wir uns sehr auf die Aufgabe und das in den nächsten 2 Jahren tun zu können. Der Parteitag hat wichtige, auch inhaltliche Entscheidungen getroffen. Wir haben deutlich gemacht, wir wollen soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz offensiv miteinander verbinden. Es gab eine ganz, ganz große Mehrheit auch für einen entsprechenden Antrag. Wir beschließen ihn heute noch, den Antrag zum Thema Außenpolitik, wo wir nochmal deutlich machen, wir sind eine konsequente Friedenspartei. Wir messen nicht mit zweierlei Maß. Wir kritisieren den russischen Angriffskrieg und die Solidarität gilt natürlich den Menschen, die in der Ukraine leiden unter diesem Krieg. Und wir sind aber auch die Partei, die sich dieser immensen Aufrüstung, dem 100-Milliarden-Programm und auch dem ganzen Gerede von einer Zeitenwende entgegenstellt. Also von daher finde ich, dass dieser Parteitag bisher wirklich sehr gut gelaufen ist, wichtige Beschlüsse gefasst hat. Wir hatten gestern Abend eine sehr offene und ehrliche und auch bedrückende Debatte zum Thema Sexismus und sexuelle Übergriffigkeit in der Linken. Es war wichtig, dass dieser Platz, dieser Raum da war, um das zu diskutieren. Und wir werden ja auch morgen noch Beschlüsse fassen, wie wir da Strukturen verändern wollen. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir erstmal ein Dank in Richtung der Delegierten, ein Dank in Richtung des Parteitages dafür, dass die Mehrheit doch mit sehr eindeutiger Stimme hier Entscheidungen getroffen hat, sowohl was das Personal betrifft. Und ich freue mich sehr über die Wiederwahl von Janine Wissler und sehr auf die Perspektive, mit ihr zusammenarbeiten zu können, als auch klare Entscheidungen in inhaltlichen Positionen, die die Linke betrifft. Janine hat ja schon einige Dinge genannt. Ich glaube, das Signal ist eindeutig. Wir haben verstanden als Linke. Wir sind wieder da als Linke. Und das ist auch das Signal, das dieser Parteitag nach außen sendet an die Bürgerinnen und Bürger. Wir kümmern uns um die Themen, die für euch wichtig sind. Sowohl wenn es um die Energiepreisentwicklung geht, da treten wir für einen Energiepreisdeckel ein. Ich verstehe nicht, warum die Bundesregierung nicht den Gaspreisdeckel, wie es zum Beispiel Spanien und Portugal schon längst tun. Ich verstehe nicht, warum immer noch mit Nahrungsmitteln spekuliert werden kann. Und wir verstehen auch nicht in dieser Partei und werden uns dafür einsetzen, warum die Mieten immer weiter durch die Decke gehen. Das sind Themen, die die Leute bewegen und dafür werden wir klar Position beziehen. Und klar ist aber auch das Signal nach innen, wir haben auch da verstanden, wir werden die Dinge, die da aufgetaucht sind, im Rahmen der MeToo-Debatte sehr ernst nehmen. Wir haben verstanden und wir werden entsprechend einen kulturellen und auch einen strukturellen Wechsel in der Partei herbeiführen. Das ist notwendig, damit die Linke ein sicherer Ort für alle wird, wo alle, die sich in ihr politisch aktiv betätigen wollen, sich auch sicher fühlen können. Danke. Ja, ich denke, dass, also ich habe mich sehr gefreut, als ich gestern auf die Bühne gegangen bin, um meine Rede zu halten und dass da diesen lang anhaltenden Applaus gegeben hat. Das hat mich sehr gefreut, das hat mich auch ein bisschen gerührt. Ich denke schon, dass ich einen großen Rückhalt auch hatte, auch innerhalb der Kreisverbände. Ich hatte ja auch Briefe bekommen und viele Zuschriften auch aus Kreisverbänden mit der Bitte weiterzumachen. Und gut, jetzt hatte ich 2 Gegenkandidatinnen, aber der Parteitag hat ja eine klare Entscheidung getroffen mit, ich glaube, über 20% Vorsprung. Und ja, ich denke, es ist natürlich vielleicht die Rede gewesen, aber ich denke vor allem, es ist natürlich auch die Arbeit, die ich im letzten Jahr als Parteivorsitzende, aber natürlich auch in den Jahren davor geleistet habe, dass das eine gewisse Anerkennung findet. Und darüber freue ich mich natürlich, dass ich einen Beitrag leisten kann, dass die Partei wieder erfolgreich ist. Frau Wissler, Herr Schirdewang, Sie haben gerade die Rede der russischen Oppositionellen gehört. Mhm. Sie hat in Ihrer Rede mehrfach das Wort Krieg benutzt, was in Russland unter Strafe steht. Haben Sie denn ein gutes Gefühl, wenn Frau Oksanova morgen noch wieder zurück nach Russland fährt? Und zunächst zeigt der Beitrag, dass wir uns der Debatte öffnen und dass wir sehr ernsthaft über Außen- und Sicherheitspolitik diskutieren. Und der Parteitag hat ein sehr eindeutiges Signal gesandt, dass wir den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands ablehnen und verurteilen. Es gibt dafür keine Rechtfertigung. Und der Parteitag hat ein sehr eindeutiges Signal gesandt, dass wir uns solidarisch mit der
ukrainischen Bevölkerung zeigen und auch mit den Russinnen und Russen, die gegen diesen Krieg aufstehen. Und das war das klare Signal. Und deswegen haben wir auch die Russen eingeladen, die Oppositionelle, um hier den Parteitag zu adressieren. Und das ist wichtig, dass auch wenn in der Partei unterschiedliche Positionen dazu existieren und wir vielleicht in der Gesamtbewertung sozusagen der Reaktion auf den Krieg zu einer anderen Urteil und einer anderen Schlussfolgerung kommen, diese Stimmen hier Gehör finden. Und das ist sozusagen, was wir unbedingt vorantreiben wollen, die innerparteiliche Debatte an dieser Stelle, und freuen uns sehr, dass wir den internationalen Gast dazu auch eingeladen haben. Ja, und natürlich war das sehr mutig von ihr. Ne? Das war sehr mutig von ihr, diese Rede zu halten. Das hat sie ja anfangs gesagt. Ich habe gerade noch mal mit ihr gesprochen. Also sie fliegt morgen zurück nach Russland. Wir wissen, wie stark die Repressionen sind. Deswegen noch mal wirklich unsere Hochachtung vor all den Menschen, die in Russland in der Opposition gegen diesen Krieg, gegen Putin, die russische Friedensbewegung, die hohe Haftstrafen fürchten muss. Und deswegen ist es uns wichtig, dieses Zeichen der Solidarität zu setzen. Und wir danken ihr herzlich, dass sie heute hier war und auf dem Parteitag gesprochen hat. Frau Maurer? Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen, dieser Änderungsantrag, der ja heute abgeräumt wurde, außenpolitisch, ist ja die Partei dem Leitantrag gefolgt, des Parteivorstandes. Mhm. Ist das jetzt sozusagen auch so eine Art Signal der Machtkampf mit oder gegen Wagenknecht wurde heute hier zum Teil auch gewonnen? Ich will keine Machtkämpfe führen, ich will inhaltliche Entscheidungen haben, und der Leitantrag des Parteivorstands hat an ein paar Punkten ja sehr klare Botschaften gesetzt, nämlich, dass wir konsequente Friedenspartei sind. Wir messen nicht mit zweierlei Maß. Wir haben immer und zu Recht die Kriege der NATO kritisiert, und mit der gleichen Entschlossenheit und mit der gleichen, ja auch mit der gleichen verbalen Schärfe verurteilen wir auch diesen russischen Krieg. Wir müssen vollkommen klar machen, dass unsere Solidarität und ich will auch sagen, auch unsere Empathie den Menschen in der Ukraine gilt, die unter diesem Krieg leiden, die Angehörige verloren haben, die flüchten mussten. Das finde ich, das haben wir sehr deutlich gemacht. Das heißt nicht, dass unsere Kritik an der NATO obsolet ist, weil natürlich die Kriege der NATO bleiben falsch und das Aufrüstungsziel bleibt falsch. Und deswegen ist es uns natürlich auch wichtig, und da bin ich sehr froh, dass die Bundestagsfraktion und die links mitregierten Länder im Bundesrat dem 100-Milliarden-Programm nicht zugestimmt haben. Und wir da auch deutlich machen, wir wollen nicht bewaffnete Drohnen, wir wollen nicht atomwaffenfähige Kampfflugzeuge. Und wenn Annalena Baerbock als Außenministerin jetzt von nuklearer Abschreckung spricht und der SPD-Chef Klingbeil davon, dass nach 80 Jahren Zurückhaltung es um eine internationale Führungsmacht Deutschlands ging und das auch militärisch meint, dann halten wir das für vollkommen falsch. Wir wollen eine internationale Friedensordnung und Abrüstung, und das hat wer deutlich gemacht. Ich verbessere Sie ungern, aber beim letzten Mal waren es 84%. Ich bin ohne Gegenkandidatin angetreten. Jetzt hatte ich zwei Gegenkandidatinnen. Natürlich ist die Partei in einer schwierigen Situation. Letzten Wochen, Monate gab es ja auch den einen oder andere auch Auseinandersetzung, jetzt auch in den letzten Tagen vor dem Parteitag auch nochmal. Also von daher war das jetzt in einer schwierigen Situation. Ich sage mal so, ich habe eine deutliche Mehrheit. Das ist ganz klar im ersten Wahlgang. Mit über 20% Vorsprung bin ich gewählt worden, und das ist jetzt mein Auftrag für die nächsten zwei Jahre. Also von daher ist es gewählt, und ob es am Ende 84 sind oder 57, die Frage ist, was man draus macht, und ich habe vor, da was draus zu machen und dazu beizutragen, dass die Partei wieder erfolgreich sein kann. Und natürlich weiß man ja auch, lernt man ja auch aus Fehlern, die man vielleicht macht, oder aus Sachen, die man anders machen wird, und von daher nehme ich das Ergebnis so an, freue mich über das Vertrauen, und jetzt geht's los. Ich bleibe Europaabgeordneter und werde mich in den nächsten Tagen mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Brüssel zusammensetzen, um zu sehen, wie wir die Arbeit strukturieren können. Es ist für die Partei ein enormer Vorteil, dass jemand mit europapolitischer Erfahrung jetzt auch an der Spitze der Partei steht, gerade weil die nächste bundesweite Wahl die Europawahl ist. Ich möchte diese Erfahrung gerne mit einbringen. Das zentrale Aufbruchssignal ist erstens, dass wir verstanden haben, wir sind da, wir müssen uns um die Brot- und Butterthemen der Leute wieder kümmern. Und das wird sehr deutlich in all den Redebeiträgen, die hier gehalten werden. Die Linke wird gebraucht, aber sie wird nur dann gebraucht, wenn sie gemeinsam kommuniziert nach außen. Und das werden wir tun, wenn es um die Energiepreisentwicklung geht, wenn es um die Mietenpreisentwicklung geht.
und wenn es auch um die Nahrungsmittelpreisentwicklung geht. Das sind die Kernthemen, die die Leute im Moment bewegen. Und natürlich die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Die sozialistische Gerechtigkeitspartei Die Linke ist zurück. Und das verbinden wir auch damit, dass wir uns mit den Großen und Mächtigen weiter anlegen und dafür kämpfen, dass es endlich eine Übergewinnsteuer gibt in Deutschland, so wie es sie auch in anderen europäischen Ländern längst gibt, in Großbritannien zum Beispiel, in Italien, in Griechenland. Und FDP-Linder steht da einfach auf der Bremse. Das ist unerträglich. Wenn die den Leuten helfen wollen in der Ampelregierung, dann müssen sie jetzt agieren. Ich habe da ein super Gefühl und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Janine. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile aus unserer politischen Arbeit und ich freue mich da tatsächlich sehr, gemeinsam die Partei mit Janine führen zu können. Ja, wir kennen uns ja aus der Arbeit im Parteivorstand seit vielen Jahren. Wir waren noch mal gemeinsam auf einer Delegationsreise gewesen, wo es ums Thema Flüchtlingspolitik ging, wo wir gemeinsam in Nordafrika und in Sizilien gewesen sind. Also von daher kennen wir uns, wir mögen uns. Ich denke, wir haben sehr ähnliche Vorstellungen, was wir mit der Partei, wo wir mit der Partei hinwollen. Also Stichwort sozialistische Gerechtigkeitspartei, also eine Partei, die soziale Gerechtigkeit natürlich nicht auf das Thema Sozialpolitik verengt, sondern auch beim Thema Klimaschutz, beim Thema Bildung, ja, beim Thema Mobilität, ja, also die Frage der sozialen Gerechtigkeit stark macht. Und ich denke, dass das sehr gut funktionieren wird und wir ein gutes Team sein werden. Selbstverständlich. Also Tobias Bank ist ja Mitglied des Parteivorstands, daher kenne ich ihn und schätze ihn sehr. Er ist ein ganz engagierter Kommunalpolitiker, der auch die kommunalpolitische Vernetzung macht. Er ist ein sehr zuverlässiger, Er ist ein ganz zuverlässiges Mitglied des Parteivorstands und also natürlich werden wir gut mit ihm zusammenarbeiten und wir gratulieren ihm ganz herzlich zur Wahl und das wird eine gute Sache.